Hallo liebe Fußballfreunde, ja, willkommen auf Werners Fußballecke. Die Fußball-Bundesliga 23-24 ist vorbei. Aber welche Mannschaft war das fairste Team der Bundesliga-Saison 23-24, die Top 18? Ja, auf Platz 18, also das unfairste Team, muss man sagen, der Bundesliga, Mainz 05. Mainz 05 hat insgesamt 97 gelbe Karten, einmal gelb-rot und zwei rote. Dominik Kohr hat in 31 Spielen 13 gelbe Karten und eine gelb-rote bekommen. So, auf Platz 17 haben wir, ja, den VfL Bochum. Bochum hat insgesamt 97 gelbe Karten, keinmal gelb-rot, aber zwei rote. Lo Silla hat in 31 Spielen 10 gelbe Karten erhalten. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir jetzt auf Platz 16 der fairsten Bundesliga-Teams. Da haben wir VfL Wolfsburg. Ja, Wolfsburg hat insgesamt 82 gelbe Karten, zweimal gelb-rot und drei rote. Lacroix hat in 28 Spielen dreimal gelb-rot, eine gelb-rote, eine rote Karte bekommen. So, auf Platz 15 haben wir Darmstadt 98. Leider abgestiegen für alle Fans, muss man sagen. 83 mal gelbe Karten, 4 mal rote. Maklika hat in 26 Spielen 7 gelbe Karten kassiert und 2 rote dazu. So, dann kommen wir jetzt auf Platz 14 der fairsten Bundesliga-Teams, die TSG Hoffenheim. Hoffenheim hat insgesamt 78 gelbe, 4 mal gelb-rot und eine rote. Kabak hat die meisten Punkte mit 9 gelbe Karten und einmal gelb-rot bei Hoffenheim. So, auf Platz 13 haben wir, ja, Union Berlin. Haben sich noch vor dem Abstieg gerettet. 61 gelbe Karten, 3-mal gelb-rot und 4 rote. Khedira hat die meisten Punkte mit 5 gelben und eine rote Karte. So, wen haben wir denn auf Platz 12? Ja, den SV Werder Bremen. Bremen hat 73 gelbe Karten, 2-mal rot. Stage hat insgesamt in 30 Spielen 5 gelbe Karten erhalten und eine rote. Ich danke dir schon mal für dein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. So, auf Platz 11 der FC Augsburg. Augsburg hat insgesamt 69 gelbe Karten, einmal gelb-rot, zweimal rot. Petersen hat 5 gelbe Karten und eine rote Karte erhalten. So, dann kommen wir gleich zu den Top 10. Auf Platz 10 der SC Freiburg. Freiburg hat insgesamt 62 mal gelb, einmal gelb-rot und drei rote. Höfler hat die meisten Punkte mit 10 gelben Karten und eine rote vom SC Freiburg. So, dann kommen wir jetzt zu Platz 10. Auf Platz 9, sorry, der 1. FC Köln. Köln hat insgesamt 65 gelbe, dreimal gelb-rot, eine rote. Chabot hat die meisten Punkte von Köln mit 7 gelben Karten und eine gelb-rote. So, wen haben wir dann? Auf Platz 8 haben wir, ja, Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter haben insgesamt 61 gelbe Karten kassiert, 4-mal gelb-rot, eine rote. Koch hat die meisten Punkte mit 10 gelben Karten bei Eintracht Frankfurt. So, dann kommen wir jetzt zu Platz 7, Borussia Mönchengladbach. Ja, Gladbach hat insgesamt 64 gelbe, einmal gelb-rot, eine rote. Weigel hat die meisten Punkte von Gladbach mit 10 gelben Karten. Und schreib mal in die Kommentare, welches dein Bundesliga-Lieblingsteam ist. Auf Platz 6, Borussia Dortmund. Der BVB hat insgesamt 55 gelbe, zweimal gelb-rot und zwei rote. Hummels hat die meisten Punkte beim BVB mit 4 gelbe Karten und eine rote. So, dann kommen wir jetzt zu den besten 5, zu den fairsten 5 Teams der Bundesliga. Leipzig auf Platz 5. 59 gelbe, einmal gelb-rot, keine rote. Richtig, und Xavi hat die meisten Punkte von Leipzig mit 9-mal gelb und eine gelb-rote Karte. So, wen haben wir auf Platz 4? Wer bleibt noch übrig? Bayer Leverkusen, ein neuer deutscher Meister. Leverkusen hat 59 gelbe Karten, das war's. Frimpong hat mit 6 gelbe Karten die meisten Punkte bei Leverkusen. So, jetzt kommen die Top 3. Welchen Verein haben wir auf Platz 3? Und ja, Heidenheim, richtig. Heidenheim hat 54 gelbe Karten und eine rote. Gimba ist der mit den meisten Punkten bei Heidenheim mit 9 gelbe Karten. So, jetzt kommen wir zu Platz 2. Jetzt wird's spannend. Auf Platz 2 der fairsten Teams in der Bundesliga, ja, der VfB Stuttgart. Stuttgart hat insgesamt 54 gelbe, eine gelb-rot.
Carazzo hat in 33 Spielen 9 gelbe Karten gesammelt, damit die meisten Punkte bei Stuttgart. So, liebe Fußballfreunde, auf Platz 1 bleibt übrig, immerhin da auf Platz 1 der FC Bayern München. Bayern München hat 45 gelbe, einmal gelb-rot, eine rote. Joshua Kimmich hat mit einer gelben Karte, eine rote Karte, die meisten Punkte bei Bayern München. Gratulation an das fairste Bundesliga-Team 2023-24, den FC Bayern München. Ja, liebe Fußballfreunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Schreib mal in die Kommentare dein Lieblingsteam aus der Bundesliga. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Besucht auch mal Fußball for Fans, meinen zweiten Fußballkanal. Bis dann. Tschüss.